This was ours. We ruled this land. We owned the night. But man rose up against us. We were overthrown. For centuries, hidden away in darkness. Tortured by thirst. Choking down dust. Starving. Until now, our hunt begins again. Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zum ersten Teil meiner Rising-Reihe. Ich frage mich gerade, ob ich spielen kann. Ein privates Spiel und das andere ist dann wahrscheinlich weg, ne? Ich habe nämlich schon mal angefangen, also habe schon eigentlich ein gutes Stück hinter mir. Die ersten, Diener habe ich sogar auch schon, nur kann ich sie noch nicht befehligen. Bin aber überlegen, ob ich das Ganze von vorne beginne. Wäre vielleicht sinnvoll, um es euch einfach zu zeigen. Ich gehe hier auf ein ganz normales PvE. Clangröße 4, das ist eigentlich egal. Max-Spieler sind 40. Wir können ein neues Spiel starten. Das machen wir einfach. Dadurch ist das andere höchstwahrscheinlich, wie gesagt, jetzt weg. Gehe ich davon aus, weil ich wüsste nicht, wie ich das sonst wieder starten sollte. Weil offensichtlich kann man immer nur einen Server machen, beziehungsweise oder er müsste dann unter den Servern dann nochmal extra auftauchen, weiß ich immer nicht. Muss man mal gucken. Gut, jetzt können wir hier erstellen, was wir wollen. Ne? Wir können hier zufällige Auswahl machen. Ja, der sieht doch schön aus. Ne? Immer am Grinsen, der Kollege. Aber die haben wir öfter. Die Grinsekatzen. Naja. Sehr schön. Naja, vielleicht mit ihm hier. Ja, ist egal. Wir nehmen das einfach mal und geben dem den Namen Quadro. Ja. Noch irgendwas einzustellen hier? Nee, ne? Nö. Erstellen. Und dann geht's auch schon los. Wir kommen hier raus. Leertaste. Für einmal aus unserem Sarg zu kommen. Ja, und dann geht's halt los. Von wegen... Wir haben einmal hier oben. Im Moment ist Sonnenschein. Ja, also wenn wir rauskommen. Wenn das hier aufs Blaue geht, dann ist der Mondschein, dann können wir uns draußen frei bewegen. Ansonsten kann das schon mal sein, dass wir, Sägeholz können wir gerade mitnehmen. Kann das schon mal sein, dass man sich dann verbrennt und zu viel verbrennen, das tut gar nicht gut. Also es geht relativ locker los, aber man hat auch relativ schnell dann, kriegt man richtig Schaden, richtig heftig, ja. Also, werdet ihr gleich sehen. Wenn wir nicht drum rumkommen. Mit linker Shift-Taste können wir uns, können wir springen. Solche Teile hier runterspringen. Immer in eine Etage. Ne? Wenn es mehrere Etagen sind, wie hier zum Beispiel, da geht da nichts. Da können wir nicht einfach runterspringen. Da kannst du so viel drücken, wie du willst, kommst du auch nicht runter. Also, runterfallen ist eigentlich nicht drin. Ne? Das kann man nicht. Die Dinge können wir auch kaputt hauen. Da kommen manchmal ein paar Knochen raus oder sonst irgendein Mist.
hält mir jetzt vielleicht noch alles für relativ, naja, Herr Gott, ist halt ein bisschen Knochen, ein bisschen Sägeholz, aber das ist hinterher, man braucht sehr, sehr viel von dem Kram. Und wenn man vorher schon mal ein bisschen was hat, kann man schon mal mitnehmen. Manchmal ist natürlich nicht überall was drin. Das ist das Blöde bei der Geschichte. Hier ein bisschen Stein. Schöne ist, dass ich jetzt mittlerweile schon einigermaßen Bescheid weiß, was die ganze Spielmechanik angeht und so weiter. Bin natürlich bei Weitem noch nicht durch, um Gottes Willen. Ich bin in dem anderen Spielstand war ich Level... ...36, glaube ich. Bin mir aber nicht so 100% sicher. Hab jetzt nicht so darauf geachtet. Aber, ja, geht relativ fix. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich hatte. Ich glaube, sowas an die 15, 16, 17, 18, 20, keine Ahnung. Auch das habe ich nicht wirklich auf dem Schirm. Wir gehen mal hier hoch. Da unten haben wir ja alles quasi durchstanden. Und jetzt kommen wir in die freie Welt. Und wenn wir hier reingehen, dann dauert es einen Moment. Na, obwohl, hier geht's noch. Hier, jetzt kommt's. Achtung. Und Action. Dann haben wir Schaden. Ne? Also müssen wir wieder zurück in den Schatten. Ansonsten können hier noch nicht viel machen. Haben noch keine gescheite Waffe. Aber, naja, Herrgott, der Kram hier, das geht schon, kann man schon machen. Ist natürlich blöd, Sägeholz am besten mit der Axt. Ansonsten, das war eine Ratte. Die haben wir hier im Inventar, kann ich gleich aussaugen, wenn mir hier unten das Blut fehlt. Da kommen wir aber auch noch dazu. Der ganze Kram hier nehmen wir mit, alles übertragen. Das ist das Schöne. Eigentlich relativ benutzerfreundlich gemacht, was Loot und so weiter betrifft. Hier haben wir Stein. Könnten wir jetzt auch alles abbauen, aber möchte ich jetzt erstmal lassen. Was wichtig ist, auch für den Anfang, sind hier diese Knochen. Die sind wichtig, weil wir am Anfang zusehen müssen, dass wir uns am Tag schützen. Und dafür gibt es so eine komische Nebelmaschine, die braucht Knochen. Deswegen will ich auf jeden Fall die schon mal am Anfang mitnehmen. Die Steine und Holz und so weiter, das kriegen wir gleich mit anderen Waffen schneller und besser. So. Den Knochen. Pflanzenfasern. Das ist schön, dass die recht langsam sind hier, die Brüder. Aber war auch schon im Level ein bisschen drüber. Hat man gesehen, roter Balken. Achso, hier beanspruchen haben wir schon. Knochen haben wir gesammelt. Stelle ein Schwert her. Dafür haben wir, wie war es noch? Hier, Tab drücken, ne? Da kommen wir hier rein und dann können wir das Knochenschwert herstellen. Knochenschwert sehr gut für Hiebschaden und Vegetation. Also wenn du hier diese, na, hier, Pflanzenfasern, ne? Die gehen damit am besten. Wobei, die hat man später relativ viel und kann die dann auch dementsprechend, die kriegt man zwischendurch immer wieder. Wenn man einen Baum schlägt, den schlägt man normalerweise mit einer Axt, aber ich kann den auch ohne weiteres mit dem Schwert schlagen, den Baum. Das Problem ist nur, dass das Schwert halt keinen Bonus auf Holz hat, ne? Das haben halt nur die Äxte. Kommen wir aber gleich hin, mit Sicherheit. Hier haben wir eine Ratte, die können wir mitnehmen. Können wir auch nicht zerschlagen, also das geht nicht, ne? Habt ihr gesehen jetzt gerade. Oh, shit. Ihr seht auch, dass ihr hier unten, Moment.
Hier unten, ne? Linke Maustaste, normaler Primärangriff. Die anderen zwei fehlen noch. Warum? Nur eine Knochenwaffe. Später gibt es Eisenwaffen, beziehungsweise verstärkte Knochenwaffen. Da hat man dann schon den zweiten Slot frei. Den dritten Slot, hatte ich den schon frei? Ja, hatte ich auch schon frei. Ja, also das geht relativ fix. Hier, diese Ultima-Fähigkeit, die hatte ich noch nicht. Das ist dann auch eine Sache, die, wie war es nochmal? J war es, ne? Genau, hier, da steht es auch nochmal. Also, ist eigentlich alles erklärt. Es ist halt nicht so, dass wir irgendwas skillen müssen, sondern wir haben halt einfach diese grundlegenden Fähigkeiten hier unten. Fix. Plus hier diese Blutschleicher-Geschichte, die auch verbessert werden kann. Denn wir haben hier verschiedene Bäume. Und wenn wir hier irgendwas kriegen, können wir es einfach hier unten reinlegen. Dann fällt das eine halt weg, ne? Ist dann eher nicht mehr der Schattenblitz, sondern was auch immer das dann hier ist, ne? Das sind die Kräfte. Da kommen wir auch gleich noch zu, wenn wir gleich auch die erste Kraft schon kriegen. Das weiß ich. Von daher sehen wir das gleich gerade. Ne? Hier, die nehmen wir mit. Noch nehmen wir mit, auf jeden Fall. Wo müssen wir hin? Was müssen wir denn machen? Stelle Schwert hier. Ah, so, haben wir schon beansprucht. Okay, weiter geht's im Text. Gut. Gut. Wieso haben wir hier oben keine Map? Wieso ist die Map noch komplett? Achso, wir haben ja noch keine Karte, stimmt. Da war was. Ja, da war was. Da war was. Stelle Knochenring her. Können wir machen gleich. Sekunde. Sofort auf die Stelle. Übertragen wir komplett. Ja, da haben wir schon mal ein bisschen Zeug zusammen. Gar nicht so verkehrt. Immer schön Rad mitnehmen. Wir haben auch nicht mehr viel. Viel Blut sehe ich. Müssen wir jetzt auch mal gleich machen, aber wir kommen sowieso gleich zum Nähren wahrscheinlich. Oh, trifft Freunde mit dem Schattenbolzen. Achso, Freunde, ja. Feinde. Wie war das noch? R, ne? R, hier. Gut. Stelle Knochenring her. Machen wir das doch mal schnell. Fix. Den können wir nämlich auch herstellen. Einfach nur mit Knochen. Ne? Haben wir schon 275. Und einen müssen wir noch mit dem Schattenbolzen treffen. Da unten war gerade was. So, dann können wir den gerade beanspruchen. Schnelle, Stelle Knochen, Brustschutz, Leggings, bla bla bla. Können wir auch alles hier machen? Einmal den, einmal den, einmal den. Haben wir noch nicht genug, okay.
Waren hier oben noch irgendwo Särge? Da Särge verpasst? Eventuell? Im Moment bin ich gerade blutarm. Das sieht man an dem weißen Schleier. Jetzt muss ich mir mal eine Ratte geben. Die haben aber, wie gesagt, null Blut, wie sagt man, undefiniert, ne? Und die Qualität ist null. Also, das ist ein bisschen blöd, ne? Also, brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben dann hier, wie gesagt, über das STRG, linke Seite STRG, haben wir einmal Vene freilegen. Das können wir machen für Leute halt, wenn irgendwer Kumpel, der mitspielt, braucht Blut, dann kannst du die Vene freilegen, ist in Ordnung, dann kann der bei dir Blut trinken. Oder halt Blutheilung. Ne? Also ich heile mich jetzt selber, bis ich Max bin. Fertig. Aber dadurch geht das Blut weg. Und wenn das Blut ganz weg ist, dann haben wir ein Problem, weil dann verlieren wir auch relativ schnell Leben. Und das ist nicht gut. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal gucken, wo wir jetzt weitermachen müssen. Ach so, wir brauchen Knochen, genau. Knochen. Ja, warum nicht? Ach so, dann können wir schon loslegen. Die Frage ist, wohin? Fangen wir hier an? Westlich? Wir fangen mal im Westlichen. Ich habe beim letzten Mal im Östlichen angefangen. Jetzt fange ich mal im Westlichen an, egal. So, hier können wir runter. Und dann sind wir auch schon. Brauchen aber trotzdem Knochen. Und zwar einen ganzen Haufen. Wie gesagt, wir müssen die ganze Rüstung jetzt noch machen. Also das, wir haben immer diese Aufgaben hier oben, ne? Oben links. Und durch diese Aufgaben schalten wir uns wieder das nächste frei. Also ist immer die Moorrübe ist auf jeden Fall da. Definitiv. Und ja, können wir schon was machen? Können wir weitermachen? Die hier? Nee, geht noch nicht. Leggings haben wir aber schon an, oder? Ja, die haben wir schon an. Gut. Anne fehlt noch. Was haben wir da? Was fehlt da eigentlich? Achso, Tierhaut. Okay, gut. Dann müssen wir mal in den Wald. Und ein bisschen was an Tierhaut holen. Guti. Da ist ein Eichhörnchen vor uns, aber das jetzt nicht so toll. Au. Oh, da haben wir... Oh, was war da? Wir nähern uns mal an der Kreatur. Gibt zwar auch jetzt Schaden in der Zeit, aber ich bin voll mit Blut. Und ich habe 4% Kreatur Blut, also Qualität. Ne? So. Dann hätten wir das soweit. Hier hätten wir uns jetzt Kreatur 8% holen können. Und die Sonne ist aufgegangen. Gut. Ja, und nehmen wir mit. Und jetzt müssten wir eigentlich herstellen können, die zwei Sachen. Dann sind wir nämlich da auch durch.
Ich möchte von der ersten, von dem ersten Vater, der hier vorne war, haben wir ja eben gesehen, ne? Oder vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht auch nicht. Das sind immer diese grünen auf der Map, diese grünen Dinger da, ne? So, wir beanspruchen, was geht jetzt? Noch eine Axt? Müssten wir doch herstellen können, oder? Können wir machen? Und Ungeziefersalbe. Felle Bäume, 3 Stück. Mache ich dann, wenn wir die Axt haben. Axt haben wir. Auf der 4. Ist auch schön hier, das erste Inventar. Oben die ersten Inventarslots. Uah! Sonne. Komm dann nochmal wieder. So, gut. Und dann, auf 3. 1, 2, 3. So. Ihr seht, dass ich jetzt zwar das Sägeholz wegmache, aber gleichzeitig dabei auch den Stein, der dahinter ist. Ja? Also von daher kann man das immer ein bisschen verbinden. Vor allen Dingen, man braucht sowieso. Ja? Also alles, was wir da jetzt machen, brauchen wir gleich sowieso. Das müssten 4 Bäume sein, die ich da gleichzeitig hau. Ja, das hier ist dieser Porter. Und hier in der Nähe möchte ich mein erstes Schloss bauen, beziehungsweise die erste Unterkunft. Weil wir brauchen ja irgendwas, um auch weiter zu bauen, vor allen Dingen. Ne? So, hier können wir beanspruchen. Und müssen eine Keule herstellen. Das ist sehr gut. Und Felsen in Stücke brechen. Auch das werden wir tun. Hätte hier gerne mal das weg. Um die Keule als auf 1. Das kann man mal, ja. Kommt noch eins dazu, der Speer auch noch. Die Keule ist, wie gesagt, hauptsächlich hier für Steine. Da hat man einen Bonus drauf. So. Da ist auch noch eine, aber bräuchten wir nicht mehr. Next one, please. Baue und integriere Schlossherz. Gut, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das am besten jetzt mache. Hätte gerne eine schöne Ecke für mein Schlösschen, bitte. Wäre das möglich? Hier haben wir ein bisschen. Oi, 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 oi. Ja, ja. Es werden auf jeden Fall immer, es werden immer ein paar, Skelette da. Das wäre nicht schlechter eigentlich. Weil wir brauchen unglaublich viele Knochen. Die brauchen wir nach wie vor, also auch später, ne? Also. Gibt ja auch nachher diesen unheiligen Staub oder wie das Zeug heißt. Schlecht ist es hier nicht. Die Ecke. Bisschen klein vielleicht. Ging da was? Gibt's da was von Ratio Farm? Kollege? Oh, da kommt noch eine. Die Ecke ist doch schön. Könnte man sich hier ein bisschen freihauen? Aber hier immer noch ein paar Skelette. Machen wir mal hier ein bisschen Platz. Da, wo was gebaut wird, wächst natürlich nichts mehr und spawnt auch nichts mehr nach.
Aber alles andere draußen spawnt nach. Wenn ich das richtig interpretiert habe, es kann nicht sein, dass die, dass vor meinem Schloss immer noch Bäume stehen. Das muss nachspawnen. So, die Sonne geht unter. Ihr seht es oben an der Uhr. Und auch an der Umgebung. Und eben geht der Mond auf. Der Mond ist aufgegangen. Alle Ritt lang, also was weiß ich, so alle 10 Nächte vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Müssten wir mal nachchecken. Gibt's Blutmond. Blutmond ist für uns gut. Gibt Bonusschaden. Und noch irgendwas. Können wir dann mal gucken. Warte mal. Wollte ich dahin? Muss halt gucken, wenn ich ein Schloss baue. Abgrund, logischerweise, ist Feierabend, da geht nichts weiter. Es kann natürlich sein, dass die später in meinem Schloss spawnen. Das will ich nicht ausschließen. Ich weiß es nicht. Aber wenn es mal die Diener gibt, ist es überhaupt kein Thema mehr. Die machen die weg. Aber ganz schnell. Auch da ist es nachher wichtig, dass man sich natürlich Diener holt, die dann qualitativ vom Blut her ein bisschen besser sind. Ne? Ein bisschen was Besseres vom Blut her. Aber das werden wir alles noch sehen. Am Anfang, ja, was heißt am Anfang? Es ist schon ein bisschen Grinderei, da muss man schon sagen. Aber es ist nicht schlecht. So, wir haben hier ein Baumenü mit B und merken, dass uns Blutessenzen fehlen. Wir haben zu wenig Blut. Oh, dann müssen wir mal, ja gut, von Skeletten kriegen wir natürlich keine Blutessenz, das ist klar. Aber hier, die Brüder, die hätten ein bisschen was für uns. Ich hätte für 4% nähern können, also. Aber ich glaube, ich habe schon 30, ne? Genau 30. Weiß ich natürlich nicht mehr, wo war das jetzt? Da. Und hier war irgendwo der Friedhof. Da hinten war der Friedhof. Ist auch nicht schlecht, wenn wir hier in der Nähe von so Gebäuden bleiben, weil wenn wir die später tatsächlich weghauen, dann könnten da Steinziegel bei rumkommen, die wir auch recht gut gebrauchen können zu gegebener Zeit, ne? Bevor wir die selber machen können. Also ist immer so, dass wir das Zeug erstmal brauchen, aber es noch gar nicht haben, also beziehungsweise noch gar nicht machen können. Das passiert des Öfteren mal. Hier waren wir daheim, gell? Das haben wir freigeräumt, genau. Hier sieht's schön aus. Das machen wir. Wir nehmen uns hier den Bruder, da geht er nicht. Das ist, da haben wir es nämlich schon. Shit. Ich kann das hier nicht hinsetzen, wahrscheinlich, weil das Spawngebiet ist, wahrscheinlich, ja? Will's mal nicht beschreien, aber könnte ich mir vorstellen.
Hey, dann gehen wir ein bisschen in die Richtung hier, Richtung zu diesem See da. Vielleicht hätten wir hier eine freie Fläche. Die großen Wacker hier kriegen wir nicht weg, das ist das Blöde. Wir brauchen also schon ein gewisses freies Gebiet. Und ich möchte, wie gesagt, möglichst nicht so weit weg von dem Spawn, von diesem, ihr wisst, was ich meine hier, ne? Teleporter, Teleporter, habe ich's gemeint, ja? Hier wäre doch ein schöner, das war er ja, ne? Der nicht geht. Wieso geht das hier nicht? Das ist doch scheiße. Wäre echt ein schöner Platz gewesen. Also wenn ihr hier in dem Menü seid, könnt ihr nicht kämpfen. Das ist ein bisschen blöd. Verdorbenes. Nee, also hier können wir nicht machen, nichts machen hier. Blöd, wenn ich ehrlich bin. Da oben. Kommen wir da irgendwie hoch? Kommen wir hier hoch oder was? Das wäre schön. Kommen wir hier durch? Scheinbar nicht. Shit, da war ich zu spät. Ich wollte gerade nähren. 12%. Bisschen besser wie das, was wir hatten. Da können wir noch nicht. Das ist Kupfer. Und können wir leider noch nicht abbauen. Hier kommen wir nicht hoch. Aber was war denn hier mit dieser Fläche jetzt hier? War hier nicht genug Platz? Ja. Hier auf der Lichtung. Kommen wir da nicht rüber oder was? Doch. Ah ja, okay. Hier. Na gut, dann hier. Hier ging es. Da können wir uns, glaube ich, nach rechts und links ein bisschen ausbreiten noch. Halt. Nehmen wir uns die 7% mit. Egal. Sind wir wieder voll? Also, blutmäßig, ne? Gut, also, das hätten wir. Dann müssen wir in das Schlosszentrum mal ein bisschen was an Blut reinlegen, dass da schon mal läuft. Ist aber extrem wenig. Schreibt er auch extra hier 3 Stunden nur, aber das haben wir schnell aufgefüllt. Da brauchen wir uns erstmal keinen Kopf machen. Was wir brauchen, ist trotzdem weiter Blutessenz, weil wir natürlich hier noch Gebiet annektieren müssen rundherum. Was wir schon mal tun können, ist hier... Oh. Hallo? Nicht weglaufen.
Eieiei, in die falsche Richtung. Egal. Da kommt gleich das nächste. Kein Problem, wir machen schnell mal hier ein bisschen rundherum frei, weil das brauchen wir gleich. Das noch weg? Gut. Hätte ich aber doch gern ein bisschen Blut. 31%, immerhin. Ne? Im Grunde genommen nichts anderes. Wir können uns auch angucken, was das überhaupt bringt. Das sehen wir nämlich hier. Bis 25% habe ich dann 3 bis 15% Bewegungsgeschwindigkeit. Und ab Stufe 2, also ab 25%, habe ich noch 10 bis 25% erhöhte Sonnenwiderstandsquote. Ist, wie gesagt, hier Kreatur nicht besonders... nicht besonders umfangreich, will ich mal sagen. Aber, Herrgott, man nimmt mit, was man kriegt. Und, später werden die natürlich besser, die Bonis. Und dann versucht man auch immer möglichst, naja, sein eigenes Blut, ne? Das, was du den Gegnern abzapfst, wenn du jetzt irgendeinen findest. Ich hatte 80% Blut, das war wunderbar, aber es ist halt nur ein Topf voll. Heilst du dich? Ist natürlich gerade schon wieder ein bisschen von dem guten Blut weg. Und auch durch deine Zauber und so weiter und so fort, verlierst du ja Blut. Also du verlierst dauerhaft irgendwie Blut. Du brauchst das Blut. Das ist also nichts Beständiges. Was du später mit dem Blut dann besser machen kannst oder was gut daran ist, dass du dir die Diener holen kannst und die dann halt dieses Blut haben. Diese Qualität. Das ist gut. Aber gut. Sun is rising, Sonne geht auf. Wir haben natürlich hier nach wie vor nur 6 Essenz. Das ist nichts. Quasi. Das ist quasi nichts. Sind wir ehrlich. Natürlich blöd, jetzt sich hier den Schatten wegzumachen. Eigentlich, ne? Aber sind ja genug da. Sag ich mal so. Wir bräuchten aber eigentlich, Blut, ne? Blut, Blut, Blut. So einen Moment können wir das ja immer aushalten, das ist ja gar kein Thema. Schneeblume? Können wir mitnehmen? Alles mitnehmen im Grunde genommen, brauchen wir alles später, irgendwie. So. Geht hier. Gibt's hier nicht irgendwo Jungs? Kann ich nicht irgendwo mal was wegplätten hier? Ich brauche mal ein bisschen Blut, Kollegen. Wo ist Blut? Ah, da vorne steht eine. Den könnte man sich schnappen. Was haben die hier? Seht auch direkt, was die an Prozenten haben, an Blutprozenten, also Qualität, ne? Steht direkt am Namen dabei. Er hier, 4%. Straßenräuber ist nichts Besonderes. 4%, 2%, 11%. Jetzt haben sie mich gesehen. Jetzt wollen sie. Aber nicht hier, Freunde. Wir machen das schon hier, aber nicht hier. Ne? Also kommt ihr schon zu mir hier. Ne? Das ist ein bisschen blöd, wenn wir da... Der 11%ige hier, den könnte man sich eigentlich schnappen, aber nicht hier in der Sonne. Ich kann nicht in der Sonne nähern, das geht auf gar keinen Fall.
Wo willst du denn jetzt hin? Hm? Wo ihr hin wollt, habe ich gefragt. Hallo. Hallo. Also die gewinnen schon ihr Leben wieder zurück, aber nicht so schnell. Also das ist mir aufgefallen. Das ist ein bisschen blöd, wenn man ihm ins Schild knallt. Also wenn ihr nährt und dann direkt linke Maustaste, also quasi für Angriff, dann gibt's kein Blut. Ja, also ihr übernimmt dann nicht die Prozente, aber ihr killt sie direkt. Sofort auf der Stelle. In hier, zack, und gekillt. Weg ist er. Ne? Verdorbenes Herz, leider Gottes. Was nicht schlecht ist und was eigentlich auch sehr sinnvoll für später ist, weiß ich jetzt, wusste ich vorher nicht, sind diese besonderen Herzen, also wenn man halt reine Herzen findet und so weiter und so fort, das braucht man später und da habe ich auch gerade gehongen, was heißt gehongen, das hätte ich auch irgendwann hingekriegt, aber es ist halt elend, weil ich vorher schon Särge gebaut habe und dann diese Dinge da verbraucht habe alle, aber gut, was wollte ich, was müssen wir überhaupt? Achso, Grenzen setzen, ja, dafür brauchen wir aber, wie gesagt, Blut. Wir haben 41 und wir brauchen zum Grenzen setzen 2. Nö, dann können wir ja. So, wir können uns hier immer auch, ne, können wir uns auch mit Rechtsklick einen Punkt setzen und haben den dann hier im Fenster direkt. Kann man sich immer auf die Heimat legen, dann weiß man immer, wo die Heimat ist, also... Ne? Was für Richtung man laufen muss. Wichtig zu wissen. Nee. Heiß, heiß. So, hier das sind spezielle... kommt auch Stein raus, aber hinterher noch ein paar Edelsteine, die man dann auch später braucht. Aber kann ich auch noch nicht machen. Gut, okay. Wo sind wir daheim? Ach, hier. Stehen ja direkt davor. Da. Genau, genau. So, B. Und jetzt tun wir uns einmal im Viereck ausbreiten, würde ich sagen. Erstmal. Oder machen wir es gerade ein bisschen größer? Lass das erstmal so. Schütze, Palisaden. Ja, ja, genau. Palisaden. Unbedingt, unbedingt. Palisaden. Können wir setzen? Ich würde sagen, ich mache auf allen vier Ecken Türen hin. So, das sieht doch schon mal gut aus. Coolerweise brauche ich kaum was wegzumachen. Normalerweise muss man da immer wegmachen ohne Ende. Oh, die da muss ich noch setzen. Ah, da geht's nämlich nicht. Da geht's schon los. Aber wir hatten gesagt, wir nehmen zum Fällen die Axt. Ah, ne. Zum Fällen die Axt. Wir können auch hier diese müssen wir natürlich auch alle wegmachen. Ne? Da können wir nichts bauen, wenn da ein Baum im Weg steht. Die müssen wir nicht wegmachen, die können wir lassen. Aber die zwei müssen weg. Einmal schön in die Mitte gezielt. Und dann hat man beide im Visier. So, gut. Das ist alles in Ordnung. Ja. Dann würde ich sagen... Die hier, ne? Ne, hatten wir schon. Hä? Okay. Dann die? Nee, eben nicht. Hatten wir eben noch nicht. Da, jetzt hatten wir sie. Klack. So. Das, das und das.
So, vier Türen, wunderbar, alle vier Richtungen. Sollte man nicht mit Geize. Bin ich ehrlich, kannst du später wieder abbauen, ist kein Problem. Muss sowieso irgendwann demnächst durch Stein ersetzt werden. So, wir brauchen als nächstes einen Holzsarg. Das ist in Grundlagen hier, steht der. Der Peter. Irgendwo hingesetzt. Wenn wir hier im Baumenü sind und nichts ausgewählt haben hier, ne? Dann kann ich hier drauf gehen und kann ihn hier hinsetzen. Oder hier hin. Ne? Also kann jederzeit alles verschieben. Gut, was brauchen wir noch? Ein hölzernes Versteck. Hölzernes Versteck. Ich glaube, die meinen hier eine Schatzkiste. Genau. Das war das hölzerne Versteck. Können wir das mal ausschalten hier? Danke. So, was brauchen wir als nächstes? Baue Sägewerk, genau. Sägewerk ist in der Produktion, Herstellung. Nee, Veredelung, hier. Da haben wir eins. Natürlich ein bisschen eng jetzt hier. Aber mit Q können wir drehen. Können wir setzen, alles gut. Nun kann man natürlich mit F ins Sägewerk rein und kann dem hier ein bisschen was an Holz geben. Und wenn wir Holz drin liegen haben, brauchen wir nur zu sagen, alles was das Gleiche, was da drin ist, soll jetzt alles von dem hier auch reingelegt werden. Also wenn wir Holz haben, gehen wir ans Sägewerk, einmal hier drauf drücken, liegt das alles da drin. Von daher, sehr geil gemacht. Auch hier, gleiches System. Wo haben wir denn was doppelt? Haben wir es doppelt? Ja, hier. Der ist rein. Upp. Nächste auch rein, ne? Hier Knochen rein, zupp, nächste Knochen auch rein. Wenn ich jetzt irgendwann Knochen habe, zack, kommen die direkt mit da rein, ne? Gut, Papier ist wichtig, weil Papier gibt Upgrades. Kriegen wir aber auch gleich noch mit. Leg mal hier die verdorbenen Herzen und die Ratten hier rein, da kann man die im Notfall nee, die nicht. So. Kann man hier noch rein mitreinwerfen. Ist aber trotzdem noch zu wenig, weiß ich. Ne? Also von daher. So, baue einfache Werkbank. Auch kein Thema. Ist Herstellung, ist hier. Brauchen Bretter, brauchen Stein, brauchen Tierhaut. Gut. Tierhaut habe ich natürlich weggelegt, ne? Ja. Bretter haben wir hier. Ach, Steine hätte ich mir auch gerade mitnehmen können, okay. Bretter haben wir hier. Das sind immer noch nicht genug, glaube ich. Steine noch. Die 500. Und dann fehlen uns immer noch vier Bretter. Genau. Derweil. Das ist das Ding, man muss ohne Ende, ja, doch, nachher auch, man braucht auch später immer wieder Holz, Bretter und dafür musst du halt Holz umkrachen. Mit den besseren Waffen kannst du das natürlich ein bisschen schneller machen, aber jetzt ist es nicht so, dass ich jetzt sagen würde, naja, Herr Gott, das geht aber wesentlich schneller, also das ist auch nicht der Fall. Aber irgendwann ist halt auch mal gut, ne? Irgendwann hast du auch mal genug. Beziehungsweise, ja, musst dich wieder auf anderen Sachen konzentrieren, die auch zwischendurch gemacht werden müssen. Wie zum Beispiel, das zeige ich euch gleich, die ganzen Helden, die ja, ja, die euch eure Fähigkeiten geben. Das ist ja genau die Sache. Ich hatte es ja schon angekündigt, die Geschichte hier mit diesem, ne? Ihr wisst Bescheid. So,
müsste eigentlich die einfache Werkbank gehen. Achso. Ja, wenn wir dann die Bretter haben, ja genau. Das reicht. Und jetzt können wir hier einfach zack und schon hat er alles an Holz rausgenommen und hat es hier reingelegt. Wunderbar, wunderbar. Schön, schön. So. Was wir noch machen vorher, bevor es hell wird, das ist ja nicht mehr so lange hin, wir gehen hier in Grundlagen, da haben wir nämlich hier noch dieses Teil hier. Nebelfeuermaschine oder Nebelfeuerschale, so nennt sich das Ding. Dann nehmen wir uns hier mal 500 von den Knochen und hauen die mal hier rein und haben dann einen Moment hier diesen Nebel und das heißt, wenn jetzt die Sonne aufgeht, können wir trotzdem hier drin laufen, weil der Nebel, ihr seht das schon, der breitet sich aus. Der breitet sich sogar noch ein bisschen nach außen aus wahrscheinlich. Hier zumindest, ja. Hier auf jeden Fall, ne? Also hier können wir dann auch, wenn es hell wird, können wir hier raus. Ist kein Problem. Gut. Viel weiter kann man dann auch nicht laufen, weil die Sonne natürlich, wo der Nebel nicht mehr ist, ist die Sonne natürlich wieder aktiv. Ist klar, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. So, jetzt wollten wir aber die Produktion starten, beziehungsweise hier herstellungstechnisch unsere Werkbank bauen. Genau. Und wir können dann hier drin. Was müssen wir machen? Die hier oder was? Erhöhe deine Ausrüstungsstufe, indem du stärkere Ausrüstungen herstellst. Genau. Die können wir noch nicht, weil wir noch kein Leder haben. Aber die können wir machen. Achso. Der und der. Genau. Dann sind die fertig. Und wir können sie anziehen. Davon haben wir ja auch immer genau die Teile gebraucht, also ne, die wir hergestellt haben. So, einmal neue Rüstung. Neue Ausrüstung. Ja, aber die hier noch nicht. Kupferbahn haben wir noch nicht. Indem du stärkere Ausrüstung herstellst. 14 von 15. Hä? Ach so. Der hier, oder was? 30 Blutrosen hatten wir, glaube ich. Ich glaube, wir hatten 40. Jo. Dann machen wir den noch. Und dann sollte es eigentlich soweit sein. Genau. Next one. Baue und interagiere mit dem Blutaltar. Ja, Blutaltar. Da sind wir bei der Sache. Hm, hier ist er. Da brauchen wir wieder Blutessenz. Wie viel hatten wir noch hier? Mit mittlerer Maustaste tun wir immer halbieren. Wir nehmen die mal raus kurz. Und bauen den auf jeden Fall schon. Weil wir uns dann schon das erste Vieh anzeigen lassen können. Achso, steh im Weg. So, wenn wir hier in den Blut, wenn wir hier in den Blutaltar reingehen, dann sehen wir hier die ganzen Gegner, alle. Und diese Gegner bringen dir immer irgendwas. Hier das ist der erste, der Alpha-Wolf, der bringt uns die Wolfform. Und die werden wir auch als erstes verfolgen. Jetzt haben wir hier so eine Blutlinie, die quasi zu dem Wolf führt. Blöd ist nur, dass ich... Naja gut. Hab halt noch keine anderen Waffen, muss ich halt die mit denen klarkommen, die ich hab. Wird wohl funktionieren. Schauen wir mal. Da haben wir einen Bär, einen dicken Bär. Macht schon ordentlich Schaden, der Bruder. Ich nehme mir die 11% mal.
weil ich denke, ich muss mich gleich wieder... Ist aber im Grunde genommen, ihr seht das, egal ob das jetzt das Reh war oder der Bär, Kreatur ist Kreatur. Ja, also die Boni sind die gleichen. Geht die Sonne auf, oder was? Aber auch nicht schön jetzt. Muss das jetzt? Freunde? Schön ruhig bleiben, gell? Nur nicht durchdrehen. Der eine hat 2%, der andere 3%. So, hier müsste jetzt gleich kommen, der... Vater Wolf. Prozent. Die nehme ich mit. Glaube ich habe ein... Nee, doch nicht. Alles verdorbene Herzen. Schade. Aber wir sind, ihr seht es hier, bei 87%. Da ist dann nochmal 10 bis 20% Schadensreduzierung dabei. Also, das lohnt sich jetzt schon mittlerweile, ne? Gut, trotz alledem haben wir den Bruder noch nicht gefunden. Wo ist er? Da, okay. So, wir bräuchten jetzt eine Wolfsform. Wölfchen, könntest du mal bitte? Ihr seid die Falschen, ihr seid die Falschen, ihr seid die Falschen. Freunde! Oh, noch eine. Ist natürlich klar, wenn ihr jetzt kein Blut mehr habt und müsst quasi jetzt heilen zum Beispiel, ne? Ich hätte jetzt ja auch schon ein bisschen an Leben verloren, ne? 50. Wobei ich das Leben auch langsam steigt, ihr seht das. Wenn ich jetzt schneller heilen wollte, dann, würde halt schon ein bisschen was von meinem Topf hier weggehen, ne? Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Wenn ich dann wieder auffüllen muss durch die Ratten, dann ist natürlich der Bonus weg, ist klar. Ne? Habt ihr dann ein anderes Blut. So, ja. Ja, da kommen wir aber nicht hin. Von der Seite. Also muss ich von der anderen Seite irgendwie dran. Wie auch immer das funktioniert. Ich weiß es noch nicht. Was ist denn mit euch? Die zwei verdorbenen Herzen. Okay, hier üben irgendwo. Muss er doch jetzt irgendwo sein. Auf jeden Fall, da ist er ja. Dann können wir ja eigentlich den schon mal ein bisschen, weil der Elch, naja, Herrgott, wenn der Elch ist halt irgendwann mal eklig. Also, nicht eklig, also so schlimm ist er nicht, aber der tut den halt so aufspießen. Ich möchte dich bitte vorher weg haben. Weil dich möchte ich nicht auch noch. Warte, wir müssen hier hinten hin. Das geht nicht anders. Ja, komm. Er hätte 36% gehabt.
So, wo ist er denn jetzt? Da ist er doch. Na komm her. Ey. Putzi. Was ist denn mit dir? Komm, wir gehen mal hier ins Schatten. Komm, Freunde. Ne? So muss ja nicht. Also. Oh shit. Genau gegen den Baum. War nicht so gut. Das war quasi ein Schutz. Da kriege ich keinen Schaden. Aber wenn der gebrochen wird, dann kriegt er Schaden. Richtig, ne? So. Komm einmal noch hier. Gehen. Oh, 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 jetzt wird's aber eng. Oh, oh, oh. So, jetzt liegt er halt hier, der Bruder. Dann kann ich direkt rangehen und kann das V-Blut trinken. V-Blatt oder V-Blatt oder wie auch immer. Und ab in dem Moment, ja, alles fällt um und alles explodiert, was hier rundherum so steht. Alles hier mitnehmen. Und wir haben... Hier, jetzt, die Wolfsform. Als allererstes machen wir aber erstmal den hier. Um ein bisschen von dem 87% Blut da zu verbrauchen. Ihr seht es jetzt hier unten. Die Hälfte wird weggehen. Das können wir mittlerweile auch beanspruchen. Forschungspult, auch wichtig. Machen wir als nächstes. Kriegen wir noch rein und dann würde ich auch schon sagen, lassen wir das hier für die erste Folge mal genug sein. Wir sind eigentlich relativ weit gekommen. Ich habe mich aufs Wesentliche konzentriert. Und wenn man da dran bleibt, also bis zu dem Punkt, wo es nachher halt wirklich interessant wird und die Gegner halt wirklich zackig werden, also so richtig... Zackig. Da, ja, bis dahin ist, geht noch ein bisschen Zeit ins Land, mit Sicherheit. So schnell geht's dann doch nicht. Ich, erstmal gucken, dass wir heimkommen hier. Feuerblüten auf jeden Fall immer mitnehmen. Alles, was so speziell, was war da? Oh. Kann man looten hier und dann aber nichts wie weg, weil der Bruder, der ist echt übel. Den habe ich selbst in meinem anderen Spielstand noch nicht gelegt. Ich habe es mal probiert. Aber der war ziemlich derbe, der Bruder. Wo waren wir daheim? Hier unten, gell? Hier. Ja, genau. Hier das große Tor. Und dann sind wir zu Hause. Gut. Nun müssen wir Forschungspult noch schnell bauen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Braunbretter. Ne? Braunbretter, sind wir ehrlich. Wieder hier, zack. Also alles, was drin liegt, ne? Also, ihr wisst Bescheid. Und Forschungspult kann gebaut werden. So, jetzt haben wir hier an dem Forschungspult die Möglichkeit zu forschen. Klar. Es gibt einmal Bücher. Diese Bücher können wir finden überall. Da werden gewisse Sachen direkt freigeschaltet oder wir haben 50 Papier, was wir im Moment nicht haben. Wir haben nur 3 oder 4 Papier.
Wie viel haben wir? Drei? Da draußen läuft einer. Wer läuft denn da draußen? Ich hab doch Steps gehört gerade. Da ist er doch. Der Bruder, was ist mit dir? Oh, Trucker mit 45%, das nehmen wir mal mit. Gibt nämlich Crit-Chance und auch noch ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Schlossherz aufwerten, okay, das wäre das nächste. Okay, aber das machen wir beim nächsten Mal, Freunde. Müssen ja auch mal dranbleiben, so wie wir es sagen, ne? Also müssen wir auch mal dranbleiben jetzt so. Nee, einfach nur Tür zumachen. Genau. Freunde, schön, dass ihr zugeschaut habt. Schön, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei werdet. Wir werden das Schloss hier ratzfatz ausbauen zu einem Riesen Castle. Und dann werden wir uns die ersten Gehilfen holen. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwann jetzt mit meiner, will mal sagen, mit meiner Ressourcen, mit meinem Ressourcenmanagement so hinkomme, dass ich mit dem, was ich bis dahin hatte, auch die Leute dann befehligen kann. Weil das habe ich selbst noch nicht ganz kapiert, wie das dann funktionieren soll. Ich schätze mal, dass ich dann einen mit einer Axt ausrüste und sage, dem hol Holz. Und dem anderen sage ich, hol Stein oder wie auch immer, weiß ich aber noch nicht. Das werden wir, wie gesagt, sehen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bleibt gesund, halt die Bälle flach und hasta luego, macht's gut.